Ja, willkommen zurück, Freunde. Tag 20 ist inzwischen hier. Und ja, wir waren auf dem Weg zurück zu den Nordmännern. Denn wollen wir mal hopp hopp im Galopp, würde ich sagen. Ja. Einige Truppen sind bereits zur Aufwertung. Wer läuft da? Lorgason. Okay, den können wir gleich mal ansprechen. Hier, Nordrekrut können wir einen hoch machen. Das war's auch schon. Komm mal her. Wo ist denn der König? Steht zu Diensten, ja. Den Aufenthaltsort von König Ragnar. Auf dem Feld soll im Moment in Nähe von Quinn sein. Alles klar. Quinn. Wo haben wir Quinn? Da hinten. Machen wir uns auf den Weg. Halt, König Ragnar. Bist du etwa gerade in die Burg reingegangen? Oh, Turnier. Das machen wir auch gleich. Wir gehen erstmal zur Burg. Komm mal ran hier, König Ragnar. Dame sowieso. Interessiert mich hier. So begegnen wir uns wieder. Ja, wunderbar. Worum geht es? Aufgaben? Nun, ich brauche eure Hilfe momentan nicht. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir am Turnier teil. Teilnehmer einsehen. Dü-dü-dü-dü. König Ragnar. Oh. Nice. Eine Wette. Machen wir mal 100 auf uns selbst. Und ab in die nächste Runde. So, wir gehen dann hier mit rüber. Jetzt gibt's Kloppe. Kloppe, Kloppe. Ihr kriegt aufs Maul. Ihr dürft umfallen. So. Wow. Was? Warum? Was fällt euch ein? Boah, da hat er uns voll erwischt. Los, Tussi, fall um. Ihr dürft alle umfallen. Ja. Verdammt. Siehst du wohl. Waren das alle? Ja, es waren alle. Sehr, sehr gut. Da haben wir die erste Runde überlebt. So, dann sehen wir mal Teilnehmer. Okay, Katrin und so ist auch wieder mit dabei. Alles klar. Dann platzieren wir nochmal eine Wette von 100 Goldmünzen. Dann kriegen wir nochmal einen Taui dazu. Kämpft in der nächsten Runde. So. Ja, da kriegt ihr. So, wunderbar. Waren das alle? Das war's schon. Super. Der Sieg ist euer. Ihr habt euch im Nahkampf gewonnen. Dö-dö-dö. Wer ist denn noch da? König Ragnar. Dö-dö-dö. Klingschwester. Katrin ist raus. Oh. Dann platzieren wir nochmal eine Wette von 100 Münzen. Kriegen wir nochmal 700 dazu. Und dann kämpfen wir in der nächsten Runde. So. Da hauen wir mal mit drauf. So. Du darfst umfallen. So. Da haben wir da noch welche. Sehr gut. Ist auch umgefallen. Wir sind noch vollständig. Die auch. Das müssen wir mal ändern. Junge. Sehr gut. Nein. So nicht. Hör auf zu blocken. Schweinehund. Aua, das hat wehgetan. So. Immer schön auf den Kopf. Da haben wir gewonnen. Drei Mannschaften mit je zwei Kämpfern. Teilnehmer einsehen. Der König ist auch raus. Da können wir nochmal eine Wette platzieren. Dann kriegen wir 300. Kriegen wir nochmal 500, wenn wir gewinnen. So, dann gehen wir mal direkt auf den da los. So. Nein. Oh. Pisse. Ah, Scheiße. Nein. Ah. Umzingelt werden will ich nicht. Ja, puh. Das war knapp. Das war verdammt knapp. So. Dü-dü-düm. Oh. Nur noch seltener Schwertkämpfer. Zwei Mannschaften mit je einen Kämpfer. Alles klar. Dann platzieren wir doch nochmal eine Wette. Kriegen wir nochmal 300. Und ab in die Runde. Okay, da ist sonst keiner. Gut, Bengel.
Komm her. Oh, Alter. So, Bengel, fall um. So mag ich das. So, zwei Stück sind noch da. Ein Söldnerschwertkämpfer. Dann platzieren wir nochmal eine Wette auf uns selbst. Und ja, ab ins Finale, würde ich sagen. So, komm mal her. Komm mal her, du Bengel. So, Treffer. Autsch. Da haben wir nochmal getroffen. Und da ist er weg. Und wir haben das Finale gewonnen. Jetzt dürfen wir eigentlich richtig Asche machen. Ihr habt das Turnier von Sargoth gewonnen. Euer Herz schäumt vor Stolz über, als die Menge euren Namen ruft. Zusätzlich zum Ruhm und Ehre erhaltet ihr noch einen Preis von 200 Dinaren. Außerdem gewinnt ihr 3980 Dinare aus den Wetten, in denen ihr schlauerweise auf euch selbst gesetzt habt. Ja, wunderbar. Da haben wir über 4000 Gold gemacht. Innerhalb von einer Runde. So, dann gehen wir doch mal in die Schenkel. Karawanenwache schon wieder. Vier Stück. Ja. Ja, komm. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir gerade ordentlich Asche gemacht. Wandernder Troubadour. Schankwirt, ja, nö. Marktplatz. Haben wir noch was zu veräußern? Nö. Gut. Den können wir weiterziehen. Wir gucken mal bei Burg Telrock, ob da jemand ist. Ja, gehen wir mal rein. Zack, zack. Einmal Einlass, bitte. Mal gucken, ob wir nicht als Söldner für die Nords arbeiten können. Wir müssen uns ja immer noch erstmal so ein bisschen Namen aufbauen und so. Du da, komm mal her. Steht zu Diensten. Mut zur Ehre zu zügeln. Habt ihr Aufgaben? Ich brauche momentan nicht eure Hilfe. Okay. Ja, dann muss ich halt wieder gehen, ne? Ganz klar. Gucken wir mal. Finden wir irgendwo Banditen, um die wir uns kümmern können. Dass wir dann auch wieder ein bisschen Loot reinkriegen. Na nö. Was läuft denn da? Na? Wer bist du? Okay. Das sind Dorfbauern. Die interessieren gerade recht wenig. Ah, aber Banditskis kann ich hier auch nicht entdecken. Das ist ja... Das ist Blasphemie. Einfach keine Banditen da. Was läuft da? Okay, da läuft der. Das ist der. Okay. Das Dorf ist noch geplündert. Das ist ja doof. 156. Wir haben nicht mal ganz 50 Männer. Ja, wir gehen mal außen rum. Mal gucken. Königreich der Nordmänner hat Königreich Svardin den Krieg erklärt. Oh. Interessant. Interessant, interessant. Was ist hier los? Tundra-Banditen. Ja, komm. Die holen wir uns doch. Alter, die sind schneller als wir. Suradisches Sultanat und Rodo Königreich haben Frieden geschlossen. Ja, okay. Interessiert gerade nicht. Haben wir unser Ziel verloren? Ja, Tatsache. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Nö, nö. So, was ist das hier? Oh. Kegikanat. Der Wald von Elreda. Bah. Hier wimmelt's von Banditen und anderen Gelichtern. Was? Erzählt mir mehr. Nun, der König von Svardin erklärte dies zu seinen persönlichen Jagdgründen und sagte, er würde jeden töten, der hier auch nur einen Bogen spannte. Was passiert also? Einige Familien hungern und manch einer erliegt hier Versuchungen des Wilderns. Und dann kommt der Schulternheiß des Königs und hängt ihn und nimmt ihm sein Land ab.
Statt zu hungern, werden seine Söhne und zu Banditen. Und jeder Mann im Tal, der eine Notwendigkeit verspürt, vor einem von einer Schuld oder einer nörgelnden Ehefrau vorzulaufen. Oder auch rachsüchtige Adlige, sie alle kommen her, schließen sich ihnen an und nehmen was und leben vom Willen Schwein, Bären und Geldbeuteln unvorsichtiger Reisender. Wo ich das weiß, nun. Sie schnappten mich und verlangten Lösegeld für mich. Aber ich konnte fliehen. Das ist schon die ganze Geschichte. Okay, alles klar. Komm her, Elreda. Feindliche Handlung vornehmen. Plündert das Dorf und brennt es nieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Tutu. Perfekt. Das hat funktioniert. So, stecken wir uns die Taschen voll. Lalalala. Na, die Trauben nehmen wir natürlich auch mit. Das war schon alles. Das hat ja gut funktioniert. So, dann düsen wir mal weiter. Boah, das ist verlockend. Das ist sogar richtig verlockend. Die waren gerade mal 20 Männer mehr als wir. Aber wir haben noch keine Huskals, ne? Na. Aber 20 Männer mehr. Ist halt dennoch eine Übermacht. Und noch nicht mal gerade eine kleine. Warte mal, ich glaube, wir gehen mal einfach mal die Rim, gucken mal, ob wir da uns noch irgendwas holen können. Gehen wir mal hier rein. Was seid ihr denn? Söldnerreiter. Oh, nice. Aber ich kann nur zwei. Oh, Moment. Marktplatz, Waffenhändler. Ach so, wir sind fast voll, ne? Ja, egal, wir müssen ja trotzdem verkaufen. Nehmen wir das da. Ja, das Fressen können wir eigentlich behalten. Dann machen wir hier Butter, Töpferwaren, Wolle, Wolle. Ja, da geht noch was. Okay, jetzt ist er voll. So, hier können wir auch noch was veräußern. Pelze, Werkzeuge. Jetzt sind wir schon drüber. Ja, hier kommen. Dafür nehmen wir dann die Handschuhe. Kannst du das hier direkt haben. Und dann können wir noch da und das hier und das hier und die Töpfer waren mit das Öl, ja doch, das passt sogar. So, Warenhändler. Okay, ja, wir sortieren mal ein bisschen, weil Futter ist immer gut. So, nehmen wir hier, jawohl, hier, da kann er haben, brauchen wir nicht. Sicher ist sicher, weil das verfault nämlich nach ein paar Tagen. Und das wäre echt schade drum. So, das nach oben, das nach oben, das hier nach oben, das packen wir auch mit nach oben. Bei 50 Männern ist bei uns Schluss. Das ist nicht gerade viel, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, jetzt sind da auch andere, ne? Ja, komm, machen wir unseren Trupp einfach voll. Scheißegal, ein bisschen Asche und sowas haben wir ja. Dann haben wir jetzt 50 Männer. Und was für Männer? Lüt, Schwertkämpfer, Nordveteran, Krieger, Wachmänner haben wir 4 Stück. Söldner, Armbrustschützen haben wir 4. 12 Karawanenwachen. Und ja, die sind schon besser gepanzert, die da.
Oh, wir haben bald 10.000 Piepen auf der hohen Kante. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Ja, das Dorf da ist geplündert. Wir gucken einfach mal. Vielleicht können wir uns ja hier irgendwie... Boah, fast ein Taui kostet das. Was hat er da? Kegit Scharmützle, Kegit Reiter, 21. Lanzenreiter, ja. Das sind 29 Mann mehr, als wir haben. Nö, ciao. Oh, den schnapp ich mir. Wo ist er hin? Verdammt. Hat er sich da rein verzogen? Es sind weniger geworden. Wäre natürlich eine Überlegung wert, ne? Ich weiß es nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, ich überlege mir das. Und dann ist für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit V.